hätte mich getötet. Aber ich lebe in Wahrheit noch. Genau, jetzt schnell banagieren. Schnell banagieren. Wenn ich nicht bin. Mach du erstmal dein Dingens da. Jetzt bin ich tot. Wobei, vielleicht jetzt bin ich tot. Ja, bitte. Wenn ich bei Google Bar und Penis eingebe, kommt als erster ein YouTube-Video mit dem Titel Der Bär mit dem längsten Penis der Welt. Das ist klar. Überprüfe ich jetzt mal ganz kurz während hier englische Wörter. Ja, komm, abort, yes, deine Mutter. 100 Wörter für Penis. Nein, jetzt. Also wenn es das gibt, dann ist es zumindest überaus unüblich. Abgesehen davon, dass ich es noch nie gehört habe, findet Google davon nichts. John und ich hatten ganz einen anderen Spaß darüber zu sehen, die ganze Zeit der Cocktailbar Schwanz, Schwanz, Schwanz heißt. Ich hab's heute vielleicht drauf. Ich hab eine rote Ping, by the way. Nee, ich nicht. Weil du schon noch mal Niagara und jetzt bin ich echt in Kamenka gespawnt. Was haben wir denn hier? Na, AKS. Wir laufen sofort wieder los. Die kann man zeroen? Ja, sicher. Ja, dann besuche ich mein Bar kommt von Latte. Bar kommt von Latte? Was soll das heißen? Also das englische Wort Bar ist übersetzt ins Deutsche, übersetzt wäre es im Deutschen quasi irgendwie Latte. Ah, verstehe. Den Pecker? Das kenne ich ja nicht. Was ist denn Pecker? Keine Ahnung. Laut DickCC ein Wort für Penis. Genauso wie Johnson, Donger, Nudel, Wiener, Penis, Dick, Schaft, Cock, Wang, Bissl, Wanger, Wang, Yards. Hat der Penis Futteraal? Was ist das denn wieder für ein Ding? Der Peniskörper. Fick dich. Nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Den Pizzle. Was ist das für ein Wort, ey? Pizzle heißt der Penis vom Stier. Oder? Natürlich. Ja, Pizzle. P-I-Z-Z-L-E. Pizzle. Pizzle, mein Nizzle, lutsch mein Pizzle. Den Donger finde ich auch geil. Möchtest du mal meinen Donger sehen? Warte mal, ich muss da ganz kurz korrigieren. Ich laufe gerade schon wieder von einem Zombie weg. Wie viel Pech habe ich heute eigentlich, ja? Wie ist es? Oh fuck! Noch immer zwei. So, Slispst du noch? Ja.
Ja, was ich gemacht habe, ist meine Waffe gegen eine schlechtere Waffe getauscht und weggerannt. Scheiße. Ja, auch wieder sehr erfolgreich. Das solltest du nicht tun, Peter. Aber ja, still alive. So ist korrekt. Die Frage ist, was nun? Ja, immerhin habe ich auch meine Winchester gegen die AKS getauscht. Aber meine Secondary leider nicht so klug. Holy fuck, ey. Ich dachte schon, ich komme hier nicht durch. Da, diese Seite wird uns sicher weiterhelfen. 174 Ways to call opinions something other. Alter, die Liste fängt tatsächlich an mit Adolf. Aber so nenne ich meinen Penis auch dauernd. Wie geil ist das bitte, ey? Ah, herrlich. Schön, ja. Ah ja. Na, Baby, willst du mal meinen Adolf sehen? Boah. Kannst du sagen, nur wenn du rasiert bist, klar, mit so einem Strich in der Mitte. Und der rechte Hoden hat den so abgespreizt. Okay. Alles klar. Das war Nummer 1, Nummer 74, Nummer 2. Albino Cave Dweller? Baby Arm? Baby Arm? Da oben rennt jemand rum. Da oben rennt er gerade auf einem Leuchtturm und Zombie die ganze Zeit im Kreis. Und zwar richtig schnell. Da musst du doch jemanden gesehen haben eigentlich. Ja, vielleicht könnte es sein. Tja, das war so mittelerfolgreich, was ich hier alles gemacht habe. Muss ich ganz kurz stehen bleiben? Weil die Nase putzen muss, aber ich hab geklickt hab. Was? Ich Nase putzen muss, aber vergessen, wo ich meine Taschentücher hingelegt habe. Und das ist jetzt wieder vom Leuchtturm gesprungen. Geronimo! Ich hab keine Lust mehr auf Menschenfleisch zu essen. Wo bist du eigentlich? Gerade am Leuchtturm zwischen Kamenka und Kamarovo. Ach Gottchen. Also quasi direkt um die Ecke. Ah. Bratwurst ist auch ein Wort. Candle. Crany Eggs. Ding Dong McDork. What the fuck? Finde ich auch sehr schön. Dog Head? Wieso sollte man seinen Penis Hundekopf nennen?
Hallo, liegt ja wohl voll auf der Hand. Ich halte diese Liste für unzurechnungsfähig. Eggroller, auch nicht schlecht. King Sebastian. Ah, ne, Larvenmuscle. Luigi. Okay, ich glaube, bei manchen bin ich einfach nicht zu sehr im Englischen drin. Und ich verstehe die Witze nicht, wenn dann zum Beispiel jemand seinen Penis Mr. Knisch nennt. Knisch? Keine Ahnung, ja, was das heißt. K-N-I-S-H. Ja, sagt mir nix. Peter ist auch mit dabei. Was? Popeye. Ich kann jetzt einfach zum anderen Airfield. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich kenne Cristiano. So eine Map wäre königlich, ohne Witz. Egal, es gibt tatsächlich das englische Wort Schwanz. Genauso geschrieben, oder was? Ja. Crazy shit. Es gibt das englische Wort Schwarz, aber das wird mit TZ geschrieben am Ende. Ein Synonym für das Wort Penis ist Thunderbird der Dritte. Oh mein Gott. Ich hatte diese Liste für unzurechnungsfähig. Joghurtgang. Okay. Wing Dang Doodle. Okay, auf nach Balotta. Lauf, du geile Schlitte. Was wäre denn mal mit so einem Tier und nicht so komische Kackhäuser mit Zombies? Ein Tier? Tier wäre jetzt geil. Tier, ja, mein Bild ist sehr, sehr weiß. So tot? Ja, schon ziemlich. Geil. Ich sehe auch keine weißen Punkte. Ey, ist das schon der Berg von Devil's Castle? Huh. Dann wäre ich aber schon weiter, als ich dachte. Ne, das kann eigentlich nicht. Boah, hier so ein Wildschwein, komm schon, wo seid denn ihr alle? Hi ho, hi ho. Was sind wir alle froh? Da ist ein Schwein. Ach, deine Mutter. Scheiße, ne? So. So.